Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir haben wirklich den mit krassesten Release-Freitag seit keine Ahnung wie langer Zeit hinter uns und noch einiges aufzuholen. Deswegen sind wir heute am Start mit Asche. Asche, Digga. Asche, wahrscheinlich Asche. Hätte auch gut drauf gepasst. Stellt euch vor, Asche noch da drauf. Ich hätte mich nicht beschwert, aber wir haben natürlich Sayid und Yuri mit Saphirglas. Ich freue mich drauf. Also wirklich gerade die Alpha-BBM-Kombo oder Leute aus dem Alpha Camp, ehemalige Leute aus dem Alpha Camp, whatever, nennt's wie ihr wollt. So, finde ich cool. Finde ich cool. Gerade auch Sayid mit Kolle zuletzt. Ist nice. Ist nice. Es ist ein Blessing für uns. Ich freue mich drauf. Saphirglas, unglaublich cooler Name, finde ich. Ich bin super gespannt, was das Song jetzt für uns zu bieten hat. 2,5 Minuten, I guess, also ein paar Zeit, ein paar Jury und eine Hook. Ich denke nicht, dass wir hier von irgendjemandem zwei Parts haben werden. So oder so trotzdem cool und wie gesagt, einfach ein krasser Release-Freitag. Hä? Also, egal was nächste Woche jetzt kommt, ne, das wird nicht ansatzweise so cool. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt danach so 3, 4 Wochen Dürrephase kommt, aber hoffen wir es mal nicht. Let's go. Ey, warum denn immer so böse? Warum denn immer so böse? Herr Sayed, warum denn? Spaß hält in echt, sonst sehr lieber Kerl. Sehr nett, sehr, sehr lieber Kerl. Du warst der Krisenkern, es lief viel verkehrt. Wegen dir grüße ich die Brüder hinter Gitter mit einem Briefkuvert. Ich komm den. Es heißt eigentlich, glaube ich, deinetwegen, oder nicht? Und nicht wegen dir, oder? Deinetwegen. Ich bin mir nicht sicher, Digga. Ich habe irgendwann mal in Deutsch sowas gehört. Hab versucht, mir das zu merken, aber ich weiß es nicht. Brüder hinter Gitter mit einem Briefkuvert. Ich komm den Zielen näher, dank meinem Kriegerherz. Boah, die beiden zusammen zu sehen ist cool, Mann. Ist das der erste Sayid-Yuri-Song? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Plus, im Hintergrund diese Melodie hat so ein bisschen Mittelalter, Digga. Was? Nein. Mittelalter. Game of Thrones Fantasy-Vibes so ein bisschen. Hier grüße ich die Brüder hinter Gitter Oder? mit einem Briefkuvert. Ich finde schon so ein bisschen. Passt auch zu Saphirglas. Geiler Name immer noch. Ich komme den Zielen näher, dank meinem Kriegerherz. Denn heute ist mir eine Kugel mein Frieden wert. Falsche Schlangen, denn sie spalten ihre Zungen. Dieser hasserfüllte Junge brennt wie Salz in einer Wunde. Step in Club rein mit Ghetto-Kennex. Ich mag seine Stimmlage sehr gerne. Rein mit Ghetto-Kennex. Komm mit Ali Salah, Juri und benehmen uns wie Shook Knight von Death Row Records. Boah, ey, das ist cool. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Flex, wenn du so Salasado im Video hast, so. Juri. Ich glaube, der Typ hieß Alex, hat er gerade gesagt. Ich weiß es nicht, Digga. Aber auch, ey, Shoutout an den Typen auf jeden Fall auch. Der macht sehr gut sein Ding. Und Shoutout an den Typen, an den Prakti, der auf einer Leiter steht und gerade das Geld von oben runterwirft, weil er dafür bezahlt wird. Finde ich cool. Von Death Row Records traue keinem, wenn sie was Besseres wünschen. Denn sie reichen dir die Hand, doch haben Messer im Rücken. Sind gefangen in der Dunkelheit, Kraft. Hat er hier nicht auch mit Kolle, Dings gedreht? Das sein Song gedreht? Oder wahrscheinlich, Digga, jedes Hochhausblockgebäude sieht gleich aus, deswegen. Fangen in der Dunkelheit Graphit schwarz, immer noch Granitart. Wie Saphirglas, eure Kugeln prallen ab. Oh. Zwing mich in die Knie, bin der Fluch in deiner Stadt. Bin die Geister, die du riefst, denn ich hol, was ich verdient hab. Unzerstörbar wie Saphirglas. Ey, ehrlich? Ehrlich? Coole Hook. Wenn jetzt zweite Part Hook Yuri, würde ich noch mehr fühlen. Ich habe irgendwo wieder ein Haar in meinem Auge hängen. Digga, danke dafür. Aber geil, bis jetzt gefällt mir gut. Unzerstörbar wie Saphirglas. Eure Kugel. Geil, geil. Bin prallen ab, ich war immer wie ein G. Bin der Fluch in deiner Stadt, bin die Geister, die du riefst. Denn ich hol, was ich verdient hab. Oh, das ist gut. Kugelsicher wie Saphirglas. Geil, geil. Er hat die ähnliche Wörter benutzt, aber anders verpackt als Sayid. Aber ist schon strong irgendwie. Cool, dass sie sich abgewechselt haben mit der Hook, mag ich immer gerne. Jetzt Part von Yuri. Ich bin gespannt, let's go. Es ist Yuri Lucian. Was wir in seinen Solo-Songs nicht bekommen, bekommen wir spätestens hier. Mehr will ich doch gar nicht. Kugelsicher wie Saphirglas. Es ist Yuri Luciano. Ich kann keine Gefühle zeigen. Doch du siehst die Blüten scheinen wie in Frühlingszeiten. Eyecatcher. Na, du siehst die Blütenscheine, okay. Bei Es ist Yuri muss ich jetzt immer daran denken, es ist Yuri Luciano, Kollega Corleone, du bist grün hinter den Ohren wie meine Cäsar-Lorbeerkrone. So guter Song, oh, den muss ich, ey, Digga, den höre ich mir gleich nochmal an. Die Gefühle zeigen, doch du siehst die Blüten scheinen wie in Frühlings. Yuri, richtig schön, Digga. Einfach, guck ihn an. Steht er da einfach. Im japanischen Kirschblütenblättern. Und da tollt er herum und springt herum und geht Qualmfischen ein bisschen manchmal. So sieht er aus.
Zeiten, Eyecatcher, Stylebänder, Stressergene. Keine Leichen im Keller, doch dafür Blut an meinem Messer kleben. Heute setz ich meine Krone neben Ziffern im Blatt. Und die Felgen spiegeln nächtelang die Lichter der Stadt. Boah, ey, cooler Flow. Heute setz ich meine Krone neben Ziffern im Blatt. Und die Felgen spiegeln nächtelang die Lichter der Stadt. Aufgewachsen mit einer Königin wie Nofretete. Alle Hürden in meinem Leben waren Gottes Pläne. Heute ball ich Designer, Handmade Diddly. Regen auf dem Drop-Top, Bentley, GTC. Gefangen in der Dunkelheit, kein Tief. Ey, die kommen beide auch auf den Beat gut, das Schwarz-Weiß-Video passt. Es ist sehr stimmig, Mann. Geiles Ding. Schlaf nicht nur auf Beats, hab Bulletproof Saphir Glas. Eure Kugeln prallen ab, keiner zwingt mich in die Knie. Bin der Fluch in deiner Stadt, bin die Gäste, die du riechst. Es kommt mir auch die ganze Zeit sofort dieses Alpha-BBM-Ding. Kommt mir so ein bisschen auch vor, ich krieg so... Ich weiß nicht warum, Digga, ich bin einfach, weil ich so ein Nerd bin, Mann. Muss ich alles damit vergleichen, aber ich krieg so MCU-Vibes so ein bisschen, Mann. So ein bisschen Marvel-Vibes. So, ey, erst so... Keine Ahnung... Avengers gefühlt ist so ein bisschen, weiß nicht, ob BG oder sowas. Und dann kommen hier, keine Ahnung, jetzt so die Charakter, die da eingeführt wurden, kommen jetzt in ihren Solo-Film und dann ist der da und der da. Keine Ahnung, aber ich find's voll nice, dass die beiden jetzt auch einen Song zusammen gemacht haben. Ich verdient hab, unzerstörbar wie Saphirglas. Eure Kugeln prallen ab, ich war immer wie ein Jeep. Passt auch einfach von der Stimmlage her gut zusammen. Bin der Fluch in deiner Stadt, bin die Geister, die du riefst. Denn ich hol, was ich verdient hab. Ich weiß nicht, aber diese Szene war gerade so. Keine Ahnung, fand ich gut. Ich bin der Fluch in deiner Stadt, bin die Geister, die du riefst, denn ich hol, was ich verdient hab. Kugelsicher wie Saphirglas. Ja, okay, wir haben einen Part. Boah, aber der Beat auch gerade. Haben sie nochmal kurz Mozart ausgepackt? Haben sie nochmal kurz, haben sie geguckt? Ah, da ist das Grab. Kurz ausgeklappt, einmal hingesetzt, nochmal. Gut. Nice. Wichtig auch, das sieht man auch, Rapper benutzen sehr viel Handcreme. Sieht man auch wieder hier. Immer schön Handcreme verreiben. Handcreme oder Desinfektionsmittel, beides wichtig in solchen Zeiten aktuell. Finde ich gut, vorbildlich. Okay, wir wissen auf jeden Fall, Salasado und Alex sind auch connected. Die mögen sich, die kennen sich gut. Auch saubere Wäsche im Waschsalon, say it, ist wichtig, vorbildlich. Das einsame Album, Lone Wolf, oh. Say it. Geil. Ich pack euch die Box in die Beschreibung. Wahrscheinlich das dritte Mal, dass ich diese Promo sehe von dem Album und so überrascht bin, weil ich es vergessen habe wieder. Aber ey, ich pack euch auf jeden Fall die Box in die Beschreibung von Amazon oder whatever, wo auch immer es die Box gibt. Gönnt ihr euch gerne. Ich weiß nicht, was drin ist, aber der Track war geil. Cool. Digga, ich bin richtig happy über den Release Friday immer noch. Und ja, stabiler Song. Ist jetzt kein AAA-Song, so. Ist jetzt kein, keine Ahnung, was für ein Song. Aber es ist stimmig, es passt. Kann man sich gut in die Playlist hauen, finde ich. Die harmonieren gut zusammen. Wir haben eine eingängige Hook, wir haben einen coolen Beat, Mann. Stabilen Part von Sage, stabilen Part von Nuri. Ich hätte gerne noch einen dritten Part gehabt. Aber man kann nicht alles haben. Digga, ansonsten bin ich happy, was soll ich sagen? Ich bin happy, was soll ich sagen, Freunde? Habt einen wunderbaren Tag, ja, lasst mal euer Feedback in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, und ciao.